Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Lucifer's Call. Nach diesem schönen Intro, ich dachte, ich baue das mal wieder ein. Das habt ihr ja schon so lange nicht mehr gesehen, das zweite Intro sozusagen, was eigentlich auch unseren Werdegang zeigt. Und ihr seht, wir sind bei 147 Stunden und 50 Minuten. Ja, das sind keine Minutenanzeigen, das sind Stundenanzeigen. Ich glaube, so viele Stunden hatte ich schon fast bei Final Fantasy X. Gut, bei Final Fantasy X hatte ich 200 Stunden, 250 Stunden. Aber dazu vielleicht später irgendwann mal mehr. So, wir sind hier in diesem Terminal. Ich habe übrigens seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. Die letzten Videos, die wurden 2014 aufgenommen. Und ja, deswegen habe ich gar keine Ahnung mehr, was wir jetzt hier noch machen müssen. Und auch mein Team, was ich ja damals eigentlich vorbereitet habe, existiert nicht, denn ich habe nämlich keine Notizen gemacht. Das war vielleicht nicht so knorke. Aber, ich werde es einfach mit diesem Team hier versuchen. Ich habe schon etwas vorbereitet gehabt, das merke ich, denn der Höllenbiker ist in unserem Team, und zwar mit Volltreffer. Dunkler Macht. Und Macht natürlich, auch normaler Macht, das ist super. Ausdauer und Taurokaya, also sehr, sehr nahkampflastig. Das ist unser Team sowieso irgendwie jetzt derzeit, denn ihr seht, ich habe auch den schwarzen Frost mitgenommen, denn ich finde den ganz cool. Er hat auch viele Sachen, die negiert werden. Auch Fluchblocker, Nervenblocker und Geistblocker hat er von mir bekommen. Natürlich auch den Volltreffer. Und das Gebet, sozusagen unser kleiner Heiler, beziehungsweise Debuffer, denn er hat nämlich auch Entkräftung. Dann hätten wir hier Michael, eine Einheit, die ich sehr mag, schon Level 99 ist, und ja. Dann natürlich Dante mit Level 98, ich mit Level 99, beziehungsweise schon Level 110 oder so. Und dann hätten wir hier noch Raphael, das ist mein Heiler, also ihr seht, er hat Diaram und Mana-Retter. Ja, Pisaka ist klar, ist sozusagen, der gibt uns alles, was wir brauchen. Dass ich den immer noch mitschleppe, ne? Den schleppe ich schon seit Level 20 mit oder so. Und Flemnis ist irgendwie bloß ein Platzhalter. Dann habe ich Belzebub noch mitgenommen, also nochmal sozusagen gekauft, ein Kompendium, da ich ihn sehr gerne mag. Und ja. Ansonsten, ich würde ihn ganz gerne als Austausch benutzen, weil der Höllenbalker hat jetzt nicht so viel Leben, wie ihr vielleicht sehen könnt. Aber, ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Der Höllenbalker ist leider Level 46, deswegen ist er ein bisschen out of position in Sachen Leben. Aber das soll uns jetzt nicht so richtig stören. So, ich muss nochmal ganz kurz gucken, was ich mir vorbereitet habe. Du bist unsichtbar, alles klar. Ich muss auch hier noch ein bisschen gucken. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Und zwar, ach, was ich übrigens noch gar nicht gezeigt habe, noch nie in meinen Let's Plays. Und zwar, wenn ihr hier in der Kathedrale der Schatten unter Dämonen-Kompendium geht, ansehen, jemanden anklickt, zum Beispiel den Amaterasu, dann nach links drückt, also L1, kommt ihr auf das Profil. Und hier werden sozusagen Beschreibungen von den Dämonen in der Mythologie erzählt. Das ist, ja. Das ist natürlich ein ehemaliger Balker und jetzt böser Geist, der behauptet, aus der Hölle zu kommen. Sein starker Hass auf sich selbst und die Welt und sein Vertrauen ausschließlich in seine eigene Kraft führten zur Verwandlung in diese abscheuliche Gestalt. Also selber in die Welt. Ah, okay. Krass. Ja, das, dass man hier noch ein bisschen mehr herausfindet. Einer Tiger gehabt. Also mehr über die sozusagen Mythologie dieser Monster, das finde ich total super. Also, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe, das ist sehr schade, denn ich hätte nämlich auch ganz gerne bei jeder Fusion sozusagen das auch vorgelesen.
Vielleicht mache ich das nochmal in extra Video. Alle Monster vorlesen. Das wäre natürlich jetzt krass. Aber vielleicht. Mal gucken. Wenn ich Lust habe. So, was ich mir jetzt aber vorgenommen habe für dieses Let's Play, ist natürlich, da wir alle Magatamas nun haben, alle, ne? Alle drei Reihen. Haben wir voll? Gibt es natürlich noch eine andere Möglichkeit, einen versteckten Magatama zu bekommen. Diesen versteckten Magatama kann man nur freischalten, indem man alle Magatamas hat. Die haben wir. Und wie können wir es freischalten? Indem wir zur Grabstätte gehen. Wir waren damals schon einmal in einer Grabstätte und konnten dort nicht weiter. Wir konnten dort nicht weiter, denn wir hatten ein Schwert nicht. Dieses Schwert, Schwert des Lords, haben wir bekommen von dem Priester, als wir hier in der Kathedrale der Schatten waren, falls ihr euch erinnert, haben wir das Schwert bekommen. Und jetzt gehen wir zur Grabstätte und werden uns den allerletzten Magatama, den stärksten Magatama, den es gibt, uns besorgen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wohin ich jetzt hier muss, so richtig. Ja, Moment, da muss ich mal ganz kurz ein bisschen lurchen. Also ein bisschen gucken, wo ich mich denn hin teleportieren muss. Okay. Ich hab nachgeguckt. Okay. Dahin muss ich. Ich glaube es zumindest. Zumindest die Auflösung ist total schlecht. Das ist irgendwie gerade 750 mal 500 noch was. Da ich ja mit der Haupage aufnehme. Und das extrem kompliziert ist. Also mit der Elgato habe ich nicht so viele Probleme. Aber die Elgato, meine Elgato, kann keine PlayStation 2 Spiele aufnehmen. Eine Elgato HD60, die kann keine PlayStation 2 Sachen aufnehmen. Das ist schade. Aber eine normale, falls ihr eine normale Elgato habt, also die billigere Variante sozusagen, die kann PlayStation 2 Spiele aufnehmen. Und auch alles andere mögliche, was sozusagen die normalen Komponenten braucht. Also die rot-weiß-gelb Stecker. Genau. So, wir müssen... Die haben wir hier. Ah, okay. Ich dachte eigentlich, dass das ein Item wäre, aber also das da oben, das ist der größte Geist. Du siehst das Grab vom Masakado. Die Klinge des Lords hat angefangen zu leuchten. Ein heller Lichtschleier umgibt dich. Ja, das will ich nicht als Filmsequenz sehen. Hallo? Nicht? Bandu-Schrein. Kommt her. Ihr Mistviecher. Kommt zu Papa. Form. Keine besondere Musik? Oh Gott, das wird ja was. Oha. Na, mal schauen. Eine Seele, die mit uns reden möchte? Seine Lordschaft befindet sich in diesem Schrein. Du musst die vier Säulen absenken und die vier Devas besiegen, um zu ihm zu gelangen. Aber die vier Devas sind wirklich stark, also sei auf der Hut. Übrigens, diese Devas, die hier sind, die sind sehr stark. Gelb. Und sie repräsentieren Elemente. Also da unten ist, glaube ich, der rote Schrein. Das heißt Feuer. Unten rechts. Und das hier ist gelb. Das heißt Blitz. Oder Himmel? Nee, ich gucke jetzt nicht nach. Und deswegen werde ich mich... Ich werde mich, glaube ich, auch... Wartet mal, gegen was bin ich denn immun? Gegen Tod. Ich werde mich gegen Vertreiben schützen, glaube ich. Dieses Mal. Wobei. Und dann mache ich doch lieber Blitz. Wartet mal, wie viel
Okay. Ich glaube, ich werde. Ja, ich werde Narukami nehmen. Da ich glaube, ich gegen Blitz immun sein muss. Okay. Wir versuchen es einfach mal und hoffen auf das Beste. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt hier nur Sequenz kommt. Da hinten geht es weiter. Jetzt ist Volker Gusushi. Nein, geh weg. Wartet mal. Ach du Scheiße. Na, darauf habe ich jetzt gar keine Lust hier auf so ein Labyrinth. Scheiß. Na gut, dann gehen wir zum Feuer. Nee, wir gehen doch nicht zum Feuer. Ich möchte irgendeinen besiegen, vielleicht? Scheiße, wie weit ist denn das hier runter? Hier ist gar nichts. Wie muss ich denn die Säulen runter machen? Wie geht denn das? Also muss ich denn. Mal gucken. Hier, direkt darüber. Seine Lordschaft ist da oben. Ja, alles klar. Und wenn die Säulen runterkommen, dann bist du platt. Alles klar. Aber wie besiege ich denn hier die Devas? Ach so, hier, wahrscheinlich. Aber an welchen? Wartet mal. Wir machen das safe. Denn ihr wisst, wir haben ja dunkle Macht. Da ist eine Säule. Ich weiß nicht, welche Säule das ist, aber okay. Wartet mal. Haben wir hier irgendwie Hinweise? Rot? Vielleicht? Scheiße! Welche Säule ist das? Ich kann das nicht sehen, das ist doof. Also gegen Feuer haben wir einen, gegen Eis haben wir jemanden, der immun ist, gegen Blitz bin dann, wäre dann ich. Gut, wir probieren es einfach mal. Ja. Wir senken die Säule. Und es ist Chikoko. Versuchst du, diese Säule abzusenken? Wenn du den Schrein betreten willst, musst du mich besiegen. Lass uns jetzt kämpfen! Hey! Okay, das ist ein Blitz. Alles klar. Erstmal steigern wir uns. Und machen natürlich einen schönen Stall. Gucken, wie dir das gefällt. Na, mit. Na doch, wir müssen Fokus machen, damit wir schön und stark sind. Guck mal, ob er Kaya macht. Auf sich selber. Drachenauge ist schon so sicher bei. Oh, er macht Eis. LOL. Er macht Eis. Krass. Na gut. Wenn du Eis machst, dann mach ich allmächtig. Ja, egal. Und 1300. Nice. Ja, wir machen mal. Gewinnt. Sicher ist sicher. Ja, wenn er nur Eis macht, dann ist es ja Pillepalle. Ja, gut, er macht natürlich seine Magie, ne? Aber komischerweise trifft er unseren Main nicht. Das ist komisch. Dafür trifft er die ganze Zeit immer unseren hellen Biker. Aber der hat ja dumm gemacht, zum Glück. Hey. So. Fast 1000, das ist krass. Auch sehr schöner Schaden. Das Doof ist, dass unser schwarzer Frost kein Mana hat, also er hat übelste Mana-Probleme.
Ah, wartet. Oh, scheiße, das ist ja Mist. Nee, wartet mal, wir hätten... Ach, ich weiß, was wir hätten machen müssen. Ah, wir hätten... Wir hätten mit dem Höllenbiker seinen, seinen Höllensturm machen müssen. Damit er seine ganzen Magie-Ups da, seine Kajas nicht mehr hat. Ja, machen wir gleich. Ja, guck mal, mein kriegt da gar nichts ab. Irgendwie. Das ist ja krass. Machen wir erstmal Höllenabgase. Er weicht das natürlich aus. Eiskalt. Im Arsch. Ja, dafür haben wir kritisch getroffen, mein Freund. Hast du auch dunkle Macht? Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen Höllenabgase machen. Das hat sogar die Sommer. Was? Wie krass bist du denn drauf, dass du das... Oh, oh. Ja, ja. Schwäche, Schwäche. Ich hab irgendwie Angst, dass du... Deswegen mache ich das lieber so. Boah, nice. Zweimal Quits. Das ist ein schönes Gebet. Bam. In der Folge halt. Ich will das wegmachen von ihm. Jetzt. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist er wieder ganz normal. Auf Level 1. Mit seiner Magie. Natürlich. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Denn er macht doch allmächtige Fähigkeiten, soviel ich weiß. Das ist natürlich doof, dass ich jetzt gegen Schwäche, gegen Eis natürlich schwach bin. Und das war natürlich jetzt auch gerade doof, weil ich bin eigentlich ganz gut dabei mit dem Schaden. Deswegen ist es eigentlich Blödsinn, was ich gerade gemacht habe. Denn... Weil ich halt dann sozusagen noch mehr Schaden drücken würde, wenn ich jetzt sozusagen ihn genervt hätte. Wenn ich mit... Das ist halt doof mit dem... Naja, egal. Einen schönen Stachel. Dann werde ich... Glaube ich gleich mal... Halb zum Teil. Ich habe, glaube ich, nichts eingekauft. Das war natürlich ein doofer Fehler. Das ist natürlich doof. Na gut. Hoffentlich reicht es. Ja, ist nicht viel. Naja. Hab's doch wieder voll gehalten. Achso, das ist ja das. Ah, es läuft. Es kann nur noch ein paar Stunden dauern, meine Freunde. Nur noch ein paar Stunden. Dann sind wir durch. Mit diesem Boss. Das wird lustig. Also, Angriff. Item benutzen. Bringt zwar nicht so viel. Das bringt dir genauso viel wie das andere. Gut. Aber wir haben noch einmal Fokus, glaube ich, noch drauf. Aber er hat noch nichts gesagt, also wird er noch nicht im Endstadium sein. Aber ansonsten ist der Kampf eigentlich ein bisschen langweilig, weil die Weg... Oh, jetzt muss ich langsam aufpassen. Höllenabgase. Nice. Dass er nicht ausgewichen ist. Oh, jetzt. Ah ne, er ist tot. Lol. Gut gemacht. Hm. Man hatte mir eigentlich mehr versprochen an Erfahrungspunkten. Aber unser Höllenbiker ist aufgestiegen. Was möchtest du denn?
Wie findest du das? Made in USA. Na klar. Wobei, nee, das ist nicht so prall. So, wir haben jetzt die Säule abgesenkt. Ja. Und nehmen erstmal das hier wieder rein. Ja. Das rein und dann heilen wir uns schnell. Denn wir spielen ja auf hart. Das heißt, dass wir uns erstmal heilen werden. Und dann werden wir in der nächsten Folge die nächsten Säulen angehen. Ich werde jetzt zurückgehen offline. Und dann, wenn wir, also wenn ich wieder da bin, wenn ihr wieder da seid, stehen wir dann vor der nächsten Säule, beziehungsweise ich bin dann hier vom Eingang, damit ihr seht, zu welcher Säule ich denn renne und dann, ja. Also bis bald. Ah ne, hier kommt noch ein Kampf, okay. Guck, was hier so rumfliegt. Gar nichts, okay. Gut, die sind Lappen, weil, ne? Wir machen die einfach tot. Also, ja, ihr seht halt. Die alten schönen Techniken. Und zack. Easy. Geben 700 EP. Nichts. Das ist gar nichts. Ich krieg oben, wo ich normalerweise gerade bin, im Turm, krieg ich viel, viel mehr XP. Okay, da gehe ich aber auch drauf. Also als ich gestern, vorgestern zum ersten Mal wieder gespielt habe, bin ich natürlich instant gestorben beim ersten Kampf. Höhö. Dachte ich mir auch, geil. Ach, wir haben Dings nicht aktiviert, ist Therma. Deswegen. Jo, greif mich an. Mit deinem Feuerchen. Du kleiner. Ich wollte Cerberus sagen, aber das ist ja nicht Cerberus, das ist Chimäre. Ha. Sogar mit Quit. Ihr Nasen. Aber dass sie hier mit Hellenberg Level 47 herumgammeln, ist auch mal was anderes. Egal. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Lucifer's Call. Ihr freut euch bestimmt, dass es endlich mal wieder weitergeht. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht verkackt, denn es hat so eine beschissene Auflösung und ja, naja. Bis bald. Tschüss.